Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show auf diesem Kanal. Und zwar ist es diesmal ein PvP-Spiel. Ihr wisst, ich hasse PvP, aber ich habe gedacht, diesmal ich springe über meinen Schatten und wir spielen das ultimative PvP-Game. Das PvP-Game, das wahrscheinlich alle anderen PvP-Games vernichten wird. Und wie ihr seht, man kann sich selbst einscannen, das bin ich, original 1:1. So sehe ich immer aus. Ach, ich habe meine Hand auch immer so ausgestreckt, weil, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich will Geld oder so. Hier, gib mir ein bisschen Geld. Worum es hier geht, das Spiel hat eine tiefe Story, die schauen wir uns jetzt mal an. Wir könnten es sparen, dann würde aber immer, dass ich aus der Freundesliste, die er da eingeblendet hat, die ich nicht ausblenden kann, irgendwas macht, aber wir machen mal Duell, weil dann fragt er nicht. Es dauert ein bisschen. Ja, ich habe schon einen Probekampf gegen Wislo gemacht, dann habe ich aufgegeben, weil ich die Aufnahme starten wollte. Mal gucken, ob wir noch jemanden finden. Okay. Gegen Rainy 31. Hier, das ist er, das ist ich, das bin ich. Man kann sich so schlagen. Mit F. Und man kann Sachen auf... Oh, falscher Weg. Dieser Weg. Oh, der hat zwei Steine, die Sau. Kriegen ihn schon noch. Jawohl. Da haben wir ihn. Jetzt wird er sich ärgern. Man kann den Stein irgendwie nicht mehr aufheben. Oh nein, der kommt wieder. Geh weg. So, wir haben noch einen Stein. Wo ist er hin? Jetzt haut ab, die Sau. Komm, warte auf mich, du Schweine! Der sieht übrigens, das ist mein Zwillingsbruder. Der sieht genauso aus wie ich. Das Spiel ist kostenlos. Ja, verstehe ich nicht. Das bietet so viel Inhalt. Ich verstehe nicht, warum es kostenlos ist. Aber es macht, es macht unheimlich viel Spaß. Also, naja, unheimlich. Es macht ungewöhnlich... Aua! Ich finde die Sumo-Ringer-Kleidung geil. Glaub mich. Ja, yeah, ist einer auf die Fresse, mein Freund. Was? Zwei Punkte haben wir gekriegt. Wir haben ihn besiegt. Und ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man es mit mehr als nur zwei Spielern und dann mit Freunden spielt, dass das extrem spaßig ist. Wie gesagt, es ist kostenlos. Es gibt ein Add-on, das man kaufen kann für Geld. Jawohl, wir haben ihn einfach vernichtet. 8 Euro oder so und dann kann man den Charakter ein bisschen verändern. Also dann hat es quasi, man schaltet die Character Creation frei. Wo läufst du hin, mein Freund? Denkst du, kannst abhauen, oder was? Nix da, oh, fuck. So geil, so. Platz 4 Sterne, quer. Wir sind unbesiegbar. Oh, da kommt er wieder. Komm her, Mann. One on one. Falscher Weg. Ist mir völlig egal. Wir werden ihn vernichten. Aua. Der hat meinen Stein gekriegt. Achso, wir hatten einen Stein in der Hand. Na komm her, du Sau, du. Ja, das war in die falsche Richtung, mein Freund. Und jetzt. Boah, hat er uns richtig gegeben. Es gibt eine Saison, also man könnte auch Season spielen, aber ich glaube für die Season bräuchte man dann auch die Erweiterung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das, ja, aber wenn ihr Böcke drauf habt, einfach mal bei Steam gucken, runterladen, 30 Sekunden verbleiben. Ich hau einfach von dem ab, 30 Sekunden, ich glaube wir führen, oder? Komm her, du Sau. Komm doch. Ich finde keinen Stein mehr. Ah, da ist ein Stein. Aber den können wir nicht aufheben. Warum können wir den Stein nicht aufheben? Komm her, du Sau, du. 5 Sterne. Was auch immer das heißt.
Unentschieden. Ja, die Übersetzung ist auch sehr lustig in den... ich weiß nicht, warum der Charakter das macht. Wir machen mal nochmal. Und es wäre halt cool, wenn die noch mehr, also jetzt gibt es ja nur den Stein, aber wenn die nach und nach mehr Waffen reinbringen würden. Get wrecked! Effi, hier war doch gerade ein Stein, Mann. Geh weg. Komm her, du. Jetzt hast du den Stein in der Hand und wir nicht, Mann. Aua! Hat uns den Stein in die Fresse geschlagen. Ich wusste nicht, dass das geht. Komm, nein. Get wrecked. Los, geh schon. Werde wrecked. Oh, unentschieden. Die an dem... Oh, er verfolgt uns. Können wir laufen? Nein. Nein! So eine Sau. Er hat einen Stein, wir haben keinen... Nein! Der wreckt uns wirklich. Was bedeuten eigentlich diese Punkte da? Ich hau jetzt ab. Find hier keine Steine, warum auch immer. Da ist ein Stein. Da ist noch ein Stein gewesen, Hilfe! Okay, wir treffen ihn, aber er hat einen Stein. Ich könnte noch einen Stein gebrauchen, Freunde. Fuck. Nein. Er reckt uns, ich sehe es schon kommen. Geh weg. Ich glaube, er hat noch nicht gecheckt, dass man die Steine werfen kann, zu unserem Glück. Da ist er. Wieso hat der instant einen Stein in der Hand? So. Das hast du davon. Wir brauchen echt einen echten Stein. Der hat immer sofort instant einen Stein in der Hand. So, wir haben ihn umgenietet. Seht ihr, also PvP, ich sollte mehr PvP-Spiele spielen, ich bin Pro-Gamer. Ihr seht, aua! Und ich sollte die Fresse nicht so weit aufmachen. Wieso? Hier, guck, bei uns ist kein Stein. Der hat immer einen instant einen Stein in der Hand. Was soll denn das? Komm, du kannst den Stein werfen, mein Freund. Wir müssen echt noch ein paar Mal umhauen, sonst haben wir verloren. Sonst ist hier nichts mit unentschieden. So. Nein, doch unentschieden. Hör auf mich zu schlagen, du Arsch. Ja, und damit sage ich, der Charakter sagt auch, kommt, spielt mit uns dieses tolle Spiel. Paunch, Paunch. Ich weiß nicht genau, ob es auch Paunch ausgesprochen wird oder nicht. Aber wenn ihr Böcke drauf habt, dann holt es euch bei Steam. Und wir sehen uns beim anderen Spiel wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.